Mir reicht es, ich gehe schaukeln. Das haben sich wohl am Wochenende viele gedacht, haben zu Hause alles stehen und liegen lassen und sind zur Anna-Kirmes nach Rommersdorf-Bohndorf auf den Annaplatz gepilgert. Dort gab es zwar statt einer Schaukel ein Karussell, aber wen jucken schon solche unbedeutenden Kleinigkeiten? Bis auf einen klitzekleinen Moment, nämlich als der Regen kam, war, salopp gesagt, an 3 Tagen die Hütte voll. Der Chef des veranstaltenden Rommersdorf-Bohndorfer Bürgervereins, August Heinen, zeigte sich hochzufrieden. 3 Tage Kirmes auf dem Annaplatz gehen jetzt heute leider zu Ende. Was hat dir besonders gut gefallen? Ja, wir hatten einen phänomenalen Samstag. Der war also richtig gut besucht. Gestern hatten wir ja ein bisschen Pech über Mittag mit dem Wetter, aber trotzdem, die Leute sind gekommen, sind auch über Nachmittag auch geblieben. Und dadurch, dass wir gegen Abend, also 18 Uhr, Kaschem, war natürlich dann auch nochmal der Abend sensationell. Der heutige Kirmesmontag weckte noch einmal so richtig das Kirmesgefühl. Der Annaplatz war voll, die Sonne schien und bevor der Kirmeskerl das Zeitliche segnete, zog der Spielmannszug des TV Eiche noch einmal alle Register. Voll mit Bier. Im nächsten Jahr sehen wir uns wieder hier. Jeder soll sich noch Wünschen kaufen, damit wir können dein Fell versaufen. Nun lass uns all das Glas erheben, damit du dich ganz zur Ruhe begeben. Schön, liebe Stefan, Hesse, Jodgemacht, feine Kirche. Mit einem lyrischen Kirmesresümee wurde der letzte Akt vor der Verbrennung des Kirmeskerls eingeläutet. Dann schritten die feurigen 3 zur Tat und schickten den Sündenbock ins Feuer. Kaum zu glauben, dass solche Heimatfeste einmal nicht mehr funktionieren sollten. In Rommersdorf-Bohndorf dürfte eine solche Annahme in diesem Leben außerhalb der Wirklichkeit liegen. Deshalb steht der Termin der Anna-Kirmes 2024 bereits fest. Gibt es schon einen Termin für die nächste Anna-Kirmes? Genau, der Termin für die nächste Anna-Kirmes ist quasi eine Woche später, weil wir feiern ja unser Patronatstag ist halt die Anna, ist am 26.07. Und nächstes Jahr fällt der Namenstag auf den Donnerstag, das heißt, wir feiern nächstes Jahr nach. Bisher die letzten Jahre mal vorgefeiert, weil jetzt ist übermorgen, am Mittwoch ist ja der 26. wird dann vorgefeiert bis Mittwoch und ab Donnerstag wird nachgefeiert. Das heißt, nächstes sind wir dann entsprechend 6 Tage später, beziehungsweise 5 Tage, weil wir ein Schaltjahr haben, 24. Die nächste Batonnefer-Kirmes findet auf dem Berg statt, und zwar vom 2. bis 4. September auf dem Egidiusplatz. Thank you.